Ich spiele Hoffenheim, oder? Scheiße, schon. Wir spielen aber ernst jetzt gegeneinander, ne? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kickbox. Es steht die Revanche an. Nadim, wie ist die Challenge ausgegangen? Ich glaube, ich habe verloren. Ich habe schon ein bisschen verdrängt. Ja, also ich muss es auf jeden Fall in FIFA Gas geben, heißt es jetzt. Du bist Hoffenheim, wenn es für dich okay ist. Ja, auf jeden Fall. Darfst du dir aber aussuchen, welche Mannschaft ich spielen soll. Was ist deine Lieblingsmannschaft? Dann nehme ich Dortmund. Also Nadim Amiri gibt mir recht, ich darf Dortmund nehmen. Was ist so deine, gibt es irgendeine andere Lieblingsmannschaft außer natürlich die TSG? War es Dortmund? Nee, Bayern. Nee. Also ich war mal Frankfurt. Mhm. Aber das ist auch schon jetzt, ist halt, wenn du gegen die spielst, kannst du halt nicht mehr richtig Fan sein. Also, zockst du mit deinen Kollegen auch? Also gibt es da irgendjemanden aus der Mannschaft, der es gut drauf hat? Vor dem ich in Acht nehmen soll? Rudi. Rudi? Okay, und gibt es irgendwelche Bestrafungen dann sozusagen? Man muss zahlen. Muss zahlen. Ich habe immer die Ohrschnipsel zählen. Ja, aber die gibt es nur bei zwei Kontakte. Was, nur bei zwei Kontakte? Okay. Also bei FIFA nicht? Nee. Also können wir jetzt nicht mit Ohrschnipsel als bestrafen? Sollen wir mal? Ja, okay. Aber die sind hart bei mir. Die sind hart bei dir? Okay, aber ja, mir nicht so. Ich bin da nicht so geübt. Aber kann man machen auf jeden Fall. Komm, Sandro. Sandro, mach ihn! Zu nicht kaltschnäuzig genug. Wie bist du da mit deinen Werten zufrieden bei FIFA? Ich glaube, du hast irgendwie 75. Ja, ist schon gut. Also letzte Saison hatte ich 63. Oh, okay. Und wenn ich da vergleiche mit letzter Saison und jetzt ist schon mega Unterschied. Und letztes Jahr hatte ich auch kein Bild drin. Ja, und vor allem für oh, oh. Okay. Hätte sogar einen Elfmeter geben, oder? Okay, 1-0. Okay, du kommst dem Ohrschnipsel näher. Aber das hast 9 Minuten gespielt. Spielt man sich dann auch oft selber einfach, weil es irgendwie cool ist, sich selber. Ja, natürlich. Ich habe ja früher auch immer gespielt, wo es mich noch nicht gab. Ja. Okay. Und dann bei so einem Spiel schon. Und was sagen da deine Kumpels dazu? So wirklich? Also die freut ja alle. Okay, also die stehen da auf jeden Fall hinter dir. Genau. Also die meisten habe ich nicht mehr, aber. Die Freunde? Ja. Von früher halt die Boysports-Freunde, aber ist halt, jeder geht seinen eigenen Weg. Auf jeden Fall. Und du musst natürlich schon mal gucken, was das für dich gut ist. Und auch wegen, weil Neider dabei war? Ja, oder? Ja. Echt, oder? Wo ist Wagner? Wo ist er? Hast du ihn rausgenommen? Nee. Nee, er ist schon drin, oder? Ja. Wie ist es mit Sandro Wagner im Team zu spielen? Geil. Geiler Typ. Also Sandro, ja. Am Anfang, wo er kam, war es für mich schwer, so ihn zu verstehen, seinen Humor und alles. Aber dann, okay, also wenn du ihn hast, dann weißt du, dass er alles für die Mannschaft gibt. Und also ein bisschen anderer Typ vom Humor her? Genau. Okay. Aber man gewöhnt sich dran. Ja, und so, man sieht, er ist für die Mannschaft da und will nur das Beste, deswegen. Okay. Ja, er polarisiert natürlich auch. Ja. Ja, aber als junger Spieler wird man dann auch härter rangenommen, auch im Training? Oder von den Gegenspielern? Wird man dann nicht zu ernst genommen oder ist man da wirklich... Nee, ich glaube, also man muss sich so... Also du musst so gute Leistungen bringen, dass sie dich alle ernst nehmen, weißt du? Ja. Okay, also nochmal mehr reinhängen auf jeden Fall. Okay. Und die anderen Mannschaften gucken ja auch Bundesliga und ich glaube, wenn die einen Spieler sind, der gut ist, hat man ja automatisch mehr Respekt. Ja. Und du selber, gibt's da... Also ich habe gehört, von RB Leipzig ist auf jeden Fall Interesse da. Stimmt das oder sagst du da was dazu? Ja, dazu. Also mich freut natürlich, wenn ich das lese, aber dazu möchte ich mich nicht äußern. Ja. Was sagst du dann auch so mit afghanischem Hintergrund zu den Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen? Ist das irgendwie was thematisiert wird auch? Das wurde mal mehr thematisiert vor ein paar Monaten, aber jetzt, also... Jetzt nicht mehr so präsent? Also weil es ein Thema, wo mich zum Beispiel jetzt runterzieht. Echt, okay. Wenn ich dran denke, jetzt, wenn wir aus Deutschland raus müssten und irgendwo in ein anderes Land ohne. Klar. Ist schon hart, also. Okay, also du kannst auf jeden Fall mitfühlen mit den. Ja, auf jeden Fall. Aber Süle ist auch ein ganz schönes Viech, oder? Also, ein Monster. Ja. Okay, haut schon einen weg. Also ich bin froh, dass er in meiner Mannschaft spielt. Also im Training immer so auf die Seite von Süle gehen. Genau. Okay. Ein bisschen aus dem Weg gehen. Wie ist es mit Julian Nagelsmann, so als junger Trainer? Ja, also. Cooler Typ. Super, oder? Überragend. War der auch schon dein U19? Ja, wir wurden zusammen Deutscher Meister. Ah, okay. War so einer deiner... So wichtigste Person. Echt, oder? Ja. Okay. Und wahrscheinlich mit ihm auch einen deiner besten Karrieremomente bisher natürlich erlebt. Boah, Alter. Das ist so bitter. Ich glaube, Revanche, da muss ich Bayern nehmen. Aber dafür haben wir keine Zeit mehr, also, glaube ich. Ja, eigene Torjubel? Hast du einen eigenen Torjubel? CR7 so in der Form? Nee. Nicht so? Nein. Oder Dab oder so habe ich, glaube ich. Habe ich mal gemacht, aber den mach ich nicht mehr. Nicht mehr? Wieso? Kam da irgendwie... Nee, aber es war ein bisschen zu emotional. Ja klar, aber wenn man emotional Tor gemacht, dann kann man es wahrscheinlich mal lassen. Was ist dann dein Traum? Hast du auch irgendwie in der Liga? Ja, also mein Traum ist natürlich Champions League zu spielen. Ja, okay. Ja, diese Saison läuft es auch nicht schlecht.
Vielleicht dieses ist schon. So, Amiri macht das Tor zum Champions League Platz. Letzter Spieltag. Boah. Dann wird ein geiler Torjubel kommen, auf jeden Fall. Ja, aber so andere Liga mal. Ja, Premier League ist natürlich von jedem auch das Traum, würde ich sagen. Oh, jetzt. Nee, zu langsam. Ja, Premier League. Ja, wenn wir mal so gut wären in FIFA wie in echt. Knapp daneben, Amiri. Nadim! Was hast du selber? Wieso Torabschluss haut nicht so hin, oder was? Ja, doch, aber. Also, ich muss viel effektiver werden. Yes. Das war's, glaube ich. Tut mir leid. Aubameyang macht's halt, der ist da sicher. Passt, 3-0. Geht, oder? Nein, wir haben nicht mehr lang. Okay. Ja, Amiri die Chance. Oh, das wird Anschluss geben, oder? Auswechseln direkt. Jetzt ist das Spiel vorbei. Borussia Dortmund gewinnt diese Partie. Gut, Leute, ich würde sagen 3-0. Ist ein faires Ergebnis auf jeden Fall. Der Kollege hat die Challenge gewonnen, ich habe FIFA gewonnen. Kann man auf jeden Fall lassen. Den Ohrschnipser. Siehst du noch? Also von hinten hier so. Kamera-Zoom. War das gut? War nicht gut? Doch. War okay. Okay, danke dir auf jeden Fall fürs Dabeisein. Danke an euch fürs Dabeisein. Gebt gerne einen Daumen hoch, schreibt eure Challenge-Vorschläge in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen und Nadim Amiri die Daumen drücken für seine Karriere. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.